Hinter dieser Tür hier befindet sich noch so ein Kellergang. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Neue Werkstatt. Hinter mir seht ihr mein Schwerlastregal. Einige haben ja gesagt, das ist gar kein Schwerlastregal. Ich werde in dieser Folge beweisen, dass es ein Schwerlastregal ist. Und unter anderem wird es in dieser Folge darum gehen, dass ich mal mein Lager vorstelle, mal ein bisschen zeige, welche Nebenräume ich hier in meinem Lager habe, was ich lager und wieso ich eigentlich auch der Meinung bin, dass es besser ist, sein Lager zu reduzieren. Viel Spaß beim Zuschauen! Bevor ich jetzt anfange, euch zu zeigen, welche Nebenräume sich hier in meinem Lager noch befinden, gehe ich mal kurz auf dieses Schwerlastregal ein, was ja angeblich keins ist. Und ich beweise heute mal anhand dieses Regals hier unten, hier sind Eichel- und Ahornbohlen drin. Eine Bohle wiegt in etwa 20-30 Kilo, 20 Kilo, wenn man optimistisch ist, also das sind hier locker mal so, ja, ich würde jetzt mal sagen, so 15 Bohlen. Hier unten sind auch noch Eichebohlen, die sind sogar noch schwerer, weil sie noch länger sind. Also wenn man das Ganze mal addiert, dann kommen wir hier locker auf über 200 Kilogramm. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, hat dieses Regal auch den Namen Schwerlastregal verdient. Obwohl ich das überhaupt gar nicht so wirklich schwer auslaste, da unten ist eigentlich der einzige Punkt, der hier wirklich auch sehr schwer belastet wird. Ich habe recht lange überlegt, kaufe ich mir ein fertiges Regal oder baue ich mir einfach so eins wie hier, und ich habe mir das auf einen Meter umgerechnet. Also ich habe jetzt hier ungefähr für diese knapp 5 Meter und für diese, ja, knapp 4 Meter auf dieser Seite habe ich um die 90 Euro ausgegeben. Ich habe mir dann so ähnliche Regalsysteme angeschaut, die preislich je nach Professionalität bei 400 bis 800 Euro gelegen haben. Deswegen bin ich mit diesem Regal hier relativ gut gefahren. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass ich hier diese Böden oder diese dicken Holzplatten auch schon da hatte. Die zeige ich euch auch gleich nochmal, wie die in ganz ausgesehen haben. Und dadurch haben sich die Kosten natürlich schon ein bisschen reduziert. Wobei ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass ich für diese paar Meter Regal hier so viel Plattenmaterial verbrauche für die Böden. Also das war schon enorm viel. Und ich glaube, das würde dann am Ende wirklich ins Geld gehen. Aber man kann ja auch USB nehmen oder so, dann ist das Ganze günstiger. Oder man guckt halt immer bei eBay und macht vielleicht Schnäppchen und dann kriegt man das wirklich auch recht günstig zusammengebaut. Die Konstruktion an sich, die ich euch am ersten Teil vorgestellt habe, ist eigentlich eine optimale Geschichte. Es ist recht einfach zu bauen. Hier sind einfach nur Latten dran geklebt und dran getackert. Hier ist immer eine Nut freigehalten und in diese Nut ist im Grunde eine andere Latte reingekommen und die Böden sind im Grunde halt draufgeschraubt worden. Und das Ganze ist wirklich auch sehr, sehr stabil. Also ich habe dieses Regal hier auch hinten festgeschraubt, an die Wand festgeschraubt. Ich habe hier auch noch so eine Fensterbank und so weiter. Das war halt alles ein bisschen problematisch auf der Seite. Aber es ist so fest, dass man hier locker das Teil als Klettergerüst nutzen könnte. Ich habe hier teilweise sehr unterschiedliche Sachen. Malerutensilien, Farben, Lacke und so weiter. Hättichauszüge, die ich mal irgendwann aus Werkstattauflösungen bekommen habe. Viel Elektronikbauteile. Ich habe hier Kabelschläuche, Maler, Pinsel, Sachen. Ich habe hier Kabel, Kantenschutz, Kabelschläuche. Hier auch noch so ein paar Holzreste. Das sind teilweise von den Bienenkästen, die ich gebaut habe, Holzreste. Dann habe ich hier Massivholzreste.
die ich mir hier einfach in diese Kisten eingelagert habe. Und man muss auch sagen, dass ich davor auch dieses Holz hier und diese ganzen Holzreste im Grunde in der Höhe gelagert habe, wie diese grauen Kisten hier vorne. Und mittlerweile kann ich auch den Platz oben komplett ausfüllen und das schafft natürlich extrem viel Platz. Und wer meine Videos kennt, der weiß, dass das hier alles komplett voll zugestanden ist, man hier eigentlich gar nicht durch konnte und jetzt hier wirklich ein breiter Korridor ist, wo ich auch mal notfalls irgendwie noch was Größeres hier auch hinlagern könnte. Neben diesem Schwerlastregal habe ich hier auch noch so einen kleinen Werkstattwagen, der ist auf Rollen. Und dort sind so viele Metallsachen abgelagert. Hier ist ein Schraubstock. Ich habe hier auch noch so Schränkwerkzeuge für Bandsägen. Dahinter ist auch noch ein großer Schraubstock. Also hier sind viele Metallwerkzeuge drin, vorüberwiegend eigentlich Schraubstöcke, wie ich es gerade sehe, und Hämmer und so weiter. Alles eigentlich Dinge, die ich irgendwann mal restaurieren wollte oder will. Das kommt dann irgendwann noch. Und wenn man hier so rumgeht, dann befindet sich da hinten so eine kleine Küche in diesem Korridor. Und das ist ganz praktisch. Ich nutze diese Küche nicht zum Kochen oder so weiter. Das ist momentan für mich auch Lager. Oder halt, wenn ich mal was zum Abwaschen habe oder so, dann kann ich das hier an dieser Stelle machen. Ich habe hier auch kein Warmwasser. Ich habe hier solche Wasserkocher, mit denen, wenn ich mal Warmwasser brauche, mache ich mir hier mein Wasser warm. Links davon geht es in eine Toilette. Das ist eine sehr bescheidene Toilette mit Dusche. Das ist aber auch wirklich alles hier Lager. Es schaut wirklich wesentlich besser aus als früher. Ich kann mir hier wenigstens auch mal die Hände waschen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und dieses Zeug hier kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Top Sache. Es ist hier eigentlich eine Heizung verbaut, wie man sieht. Aber die ist nicht aktiv. Das ist eine Gasheizung. Die ist nicht aktiv. Ich wollte das nicht, weil ich hier auch nicht heize oder warm Wasser brauche. Kostet ja auch nur Geld. Von der Seite aus sieht man das Lager eigentlich ganz gut, so im Gesamten. Und ich habe hier mein Eingang, das ist die Tür, wo ich immer reinkomme, und hier auf der Seite stand früher alles voll. Ja, mittlerweile habe ich hier richtig Platz geschaffen und diesen Platz, den nutze ich, und so war auch der Plan, wieso ich das hier alles auch umgebaut habe. Diesen Platz hier möchte ich nutzen als, als Fotostudio sozusagen. Ich habe mir hierzu auch oben an die Decke so eine Leinwände gemacht. Das ist einmal so eine graue Wand und zum anderen so eine schwarze Wand, die kann ich runterziehen und dann habe ich eigentlich den passenden Hintergrund für meine, für meine Fotos, Ich habe ja hier auch Studioblitze, die stehen hier schon, da wird einfach hier rechts und links einer hingestellt. Ich plane auch oben auch so ein Schienensystem, dass ich die oben an die Decke befestigen kann, dass der Boden auch frei ist und dann kann man hier super schöne Fotos machen. Hinter dieser Fotowand befindet sich dann noch eine Tür, das schauen wir uns gleich an. Hier ist sozusagen mein Plattenholzlager. Also hier sind eigentlich eher so die größeren Platten. Das sind zum Beispiel auch die weißen Platten, die ich jetzt für das Schwerlastregal verwendet habe, teilweise. Ich habe ja eh Reste verwendet. Das sind Platten, die habe ich mal auf eBay Kleinanzeigen gekauft, 30 Stück an der Zahl. Stückpreis in etwa 7 Euro oder so. Die sind 2,40 lang auf 90 hoch und ich glaube 2,5 cm dick. Und das super Tolle an der ganzen Sache war, die Leute haben mir das sogar hergeliefert. Alles inklusive, und das war wirklich echt ein Schnäppchen, weil ich aus diesen Teilen hier auch zum Beispiel diese Regale hier gebaut habe. Oder ich habe ja auch in der Werkstatt drüben auch so ein ähnliches Regal. Das ist ja meine French Baguette Schubladenschränke. Da gibt es auch ein Video dazu, das verlinke ich euch auch alles unten in der Videobeschreibung. Und die sind wirklich toll, diese Platten. Ich habe ja auch noch Abschnitte, die sind über die komplette Länge. Da werde ich mir auch mal irgendwann Regale draus bauen. Hier habe ich auch noch so Restholzstücke, das sind überwiegend Massivholz. Ich habe sehr, sehr viel weggeworfen. Hinten habe ich noch Apfel, Birne. Das sind auch so Reste, die ich mal auch über eBay Kleinanzeigen mitgekauft habe zu meinen Holz, was ich euch am Anfang gezeigt habe, im Schwerlastregal. Hinten ist noch ein bisschen Holz.
Das sind Balken. Hinten, hinter dieser Platte da, das ist eine Escheplatte, befinden sich noch zwei 30 mm Siebdruckplatten, komplette. Und ich stehe hier auch gerade momentan auf einer Multiplex-Platte. Das ist nämlich eine, die habe ich extra von hinten hier rüber geholt, weil ich die nämlich auch demnächst mal verwenden werde, weil ich mir auch zum Ziel gesetzt habe, dass ich zukünftig einfach die Sachen, die ich habe, auch verwende und nicht nur lager oder mir auch nichts mehr auf Lager lege. Weil zum Beispiel diese Siebdruckplatten, die da hinten drin sind, das sind 30 mm Siebdruckplatten, die habe ich mir mal vor 3 Jahren gekauft. Die wurden mir sogar hergeliefert und eigentlich wollte ich damit meine Werkbänke bauen und so, aber dann ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Ich hatte andere Materialien, die waren mir teilweise zu schade zur Verwendung, weil das ist ja nicht gerade günstig, das Zeug. Und deswegen sind die immer noch da und ich habe mir jetzt echt vorgenommen, die Sachen wirklich auch zu verwenden. Also wenn ich es brauche, dann nutze ich es auch und mir auch nichts mehr auf Lager zu legen, was Holz betrifft, weil ich einfach auch merke, dass das ganze Holz, was ich habe, ich eigentlich überhaupt gar nicht gebrauchen kann und eigentlich ich ganz andere Holzarten oder Holzstärken benötige als das, was ich momentan auf Lager habe. Hier rechts neben der Tür, da geht es auch nochmal in so einen Bereich, da habe ich auch nochmal Holz gelagert, das sind verschiedenste Hölzer, teilweise für meine Bienenkästen, die ich selber baue, teilweise ja, sind das Reste, die ich halt aus Werkstattauflösungen habe, oder größere Sachen. Ich habe wie gesagt viel, viel schon weggeschmissen. Ich behalte mittlerweile wirklich nur noch so die Sahnestückchen, die nehme ich mir dann halt schon raus, aber der Rest, das kommt einfach alles weg und es gibt auch so ein bestimmtes Maß an Größe. Alles, was da drunter ist, das kommt halt entweder hier rein. Da ist mein Brennholz drin, das ich dann mitnehmen werde. Das bekommen meine Eltern zum Verbrennen. Der Clou an diesem Raum ist ja eigentlich, dass man hier links in die Werkstatt hineinkommt. Das war eigentlich mal geöffnet. Das wurde dann vermauert, weil Werkstatt und Lager irgendwann mal zusammengehört haben. So ist der Stand der Dinge. Und in diesen Schubläden hier zum Beispiel habe ich auch so lauter unterschiedliche Sachen, die ich halt auch auf Werkstattauflösungen mitgenommen habe. Da gibt es ja auch etliche Videos auf meinem Kanal, was ich da so mitgenommen habe. Und die Dinge, die sind hier auch eingelagert. Die Videos findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir irgendwann mal hier sehr, sehr provisorisch so ein kleines Regal hier zusammengebaut aus OSB-Platten, wo ich meine ganzen Plexiglas, Acrylglasplatten einlager. Also alles, was mit Acrylglasresten zu tun hat, lagert im Grunde hier in diesem Lager. Teilweise auch so kleinere Brettchen aus Walnuss, Eiche, Buche. Also ja, das lagert hier so. Hier ist so ein bisschen so ein Metalllager auch. Das sind so kleinere Stangen, alles was so um einen Meter lang ist. Alles was länger ist, lagere ich hier oben. Da habe ich mir extra auf dieses Regal das da drauf gebaut. Und hier werden eigentlich so die längeren Alu-Sachen und so weiter oder Metallsachen oder hier auch diese Rohrzwingen gelagert, die ich leider bisher immer noch nicht verwendet habe, weil ich es eigentlich nicht wirklich gebraucht habe. Und die große Frage ist ja, was ist hinter dieser Tür? Da schauen wir doch gleich mal rein. Hinter dieser Tür hier befindet sich noch so ein Kellergang. Der ist jetzt öffentlich bzw. gehört hier mit zu dem Haus. Und hier habe ich noch so einen kleinen Kellerraum. Dieser Raum hier gehört auch mit zu dem Keller dazu. Wie ihr seht, ist hier an der Wand doch recht viel Schimmel bzw. Salpeter nennt sich das. Ist aber irgendwie auch, hat da irgendwas auf jeden Fall mit Feuchtigkeit zu tun. Der Raum ist nicht groß, aber er bietet halt doch ein bisschen Platz, um hier so einige Sachen halt einzulagern. Und es wird hier auch in naher Zukunft genau mittig, da wo ungefähr das Licht auch ist, das kommt alles weg und da wird ein Fenster bzw. also ein Lüftungsschacht hineinkommen, dass hier einfach auch die Luft zirkuliert, weil hier in dem Keller gibt es einfach überhaupt gar keine Luftzirkulation und dazu kommt es dann halt zu solchen ja, massiven Schimmel- oder Salpeterablagerungen, wie man es auch nennen mag. Hier lagere ich eigentlich so Sachen ein, die jetzt nicht wirklich wichtig sind, die auch nicht kaputt gehen können. Durch dieses Klima hier in dem Lager, da habe ich zum Beispiel meine Lacke und so weiter. Die werde ich auch mal irgendwann umlagern. Hier steht zum Beispiel auch eine Drechselmaschine.
die ich hier einlager, die brauche ich momentan noch nicht, weil ich einfach auch merke, dass ich immer weniger Platz habe, weil jede Maschine braucht einfach auch viel Platz. Wie ihr seht, habe ich doch ein recht großes Lager mit viel Freifläche momentan auch. Das ist das Gute daran. Ich gewöhne mir halt einfach ab, viele Dinge einzulagern. Ich gewöhne mir auch ab, vieles aufzuheben oder alles aufzuheben. Ich habe hier mittlerweile das letzte halbe Jahr so etwa 4 bis 5 Anhängerladungen an Sachen weggefahren, teilweise Dinge, die ich wirklich jahrelang aufgehoben habe, wo ich aber gemerkt habe, ich brauche es halt einfach nicht und es nimmt mir einfach nur Platz weg. Und das ist halt das Nächste, wieso ich eigentlich eher mittlerweile dafür bin, das Lager so gering wie möglich zu halten. Das haben mir auch schon oft Leute als Kommentar unter meine Videos geschrieben, wenn ich da auf Werkstattauflösungen war. Lagerfläche kostet Geld. Also das ist einfach ein Fakt, ja. Ich hätte hier so viel Platz, wo ich einfach viel mehr machen könnte. Also ich könnte hier zum Beispiel produzieren. Ich könnte mir zum Beispiel meine Drechselbank, die drüben steht in diesem Keller, könnte ich mir zum Beispiel, wenn ich den Platz hätte, hier schon hinstellen und dann hätte ich immer die Drechselbank zugänglich. Oder es gibt so einige Maschinen, die ich schon länger irgendwie auf meinem Plan habe, die ich mir gerne anschaffen wollen würde, die ich aber nicht anschaffen kann, weil ich keinen Platz habe. Also das Lager, das ist einfach so tot, ja. Also du lagerst dort Dinge, die du vielleicht mal irgendwann brauchst. Ich sehe das ja bei diesen ganzen Kleinteilen, die ich habe. Das sind alles da Sachen, da bin ich auch froh, dass ich es habe und vieles davon würde ich auch gar nicht hergeben wollen, weil ich immer wieder merke, ich brauche halt irgendwie was. Sei es mal irgendwie ein Aluminiumrohr oder irgendein anderes Material, was ich halt mal bräuchte zum Drehen oder zum Anfertigen von irgendwelchen Sachen. Also man braucht vieles, ja. Aber ein großes Lager, so wie das bei mir jetzt ist, das hat sich einfach irgendwie so auch ergeben, zufällig, würde ich einfach nicht nochmal machen. Dann würde ich eher meine Produktion oder die Werkstatt eher größer wählen und dafür das Lager wesentlich kleiner oder gar kein Lager. Ja, aber dadurch, dass ich das Lager jetzt auch noch für meine Fotografie hernehme, dass ich meine Fotos hier im Lager machen kann, dadurch, ja, wird das Ganze auch wieder für mich lohnenswert und deswegen passt das auch. Also für mich ist alles super. Ich bin sehr froh, dass ich hier mein Lager und meine Werkstatt habe und ich möchte hier auch noch wesentlich länger noch bleiben und auch noch viel realisieren hier in meiner Werkstatt. Ja. Deswegen, ich beklag mich nicht, ich bin froh, ich hoffe, ihr seid auch froh, ich hoffe, euch hat auch diese Folge hier gefallen. Vergesst nicht, meine beiden anderen Kanäle auch mit zu abonnieren, die werden auch hin und wieder bespaßt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.